Moment, heute ist der 21. März und ich befinde mich wieder mal in Windpark Ilewitz seit langem. Ich war, glaube, letztes Jahr das letzte Mal hier. Ja, heute geht der Wind sehr gut. Die Anlagen drehen sich eigentlich alle, die hier stehen. Ja. Auf einer von denen war ich zur Einweihung oben drauf. 99 war das. Ich glaube auf die zweite da. Von hier gesehen. Diese hier. Naja, wollen wir mal weiter. Da ist das Bild. Da. Ja, weswegen ich hier bin, hier findet auch jetzt zurzeit ein Repowering statt in Windpark Gerbstedt, also hier gleich hinter Ilewitz. Quasi in dieser Richtung standen ganz viele G-Anlagen. Ich glaube, 9 Stück haben sie jetzt repowered. Die sind jetzt schon alle weg, so wie ich das sehe. Naja, mal gucken. Ja, wo ich das letzte Mal noch hier war, da standen sie hier, die Anlagen. Da stand ich sogar unter einer G. Guck mal, ein paar stehen noch. 9 sind weggekommen und 3 Stück sehe ich noch stehen da, ja. Und dafür sollen, glaube ich, 8 Vestas V126 hierher kommen. Oder sind jetzt im Bau dann auch schon, weil da Teile sich auch liegen, jede Menge. Heute ist Sonntag, die arbeiten, glaube ich, sogar sonntags. Da siehst du noch LKW mit Flügel drauf. Wenigstens haben sie die nicht verschrottet, die G-Anlagen, Gott sei Dank. So, hier steht sogar noch ein Schild. Das können wir gleich mal alles mal angucken. Repowering Gerbstedt, da steht's. Errichtung von 8 Windenergieanlagen Typ Vestas 426 mit 3,3 Megawatt. Namenhöhe 137 Meter, Rückbau von 9 Altanlagen. Vom Typ General Electric 15S. Jo. So sieht das aus. Hier sieht man noch Überreste von einer G-Anlage. Und da unten geht's dann weiter. Da haben sie schon eine G verladen. Hier Turmteile drauf schon. Die kommen bestimmt woanders zum Einsatz wieder. Herrlich. Da hinten sind die Flügel. Hier. Alle schon verladen. Wunderbar. Krass. Großbaustelle hier, ey. Wahnsinn. Ja, hier sind überall die Fundamente, ne? Wo die neuen Anlagen hinkommen. Wir gucken mal da hinten mal kurz. Aber ich finde das ja cool, dass die Anlagen ordentlich abbauen und dass die noch woanders hinkommen. Ich denke mal, die werden wieder irgendwo aufgebaut im Ausland. Rumänien oder schieß mich tot. Wo überall von der Teile kommen können, ne? Geil. Richtig cool. Da hinten siehst du die nächste Baustelle. Geil, geil, geil. Hier ist der Lüfter. Hallo. Mit Spinner. So sah das alles aus. Heftig, ey. Komplett alles auseinandergenommen, zum Abtransport bereit. Sehr schön.
Tratschen. Ich habe das jetzt erfahren von meinem Schwiegervater. Der ist Betonmischerfahrer. Er hat Beton hergeliefert für Westersalagen, also für die Fundamente, die hier gerade gegossen werden. Vielleicht blende ich dann das Video mal kurz ein, wie der Beton da reingepumpt wird in die Fundamente. Ja, daher weiß ich das. Und von anderen habe ich das auch noch erfahren. Hier stehen und dann noch die kleinen Anlagen dahinter. Allerdings bleiben noch drei stehen hier erstmal. Zu den anderen Anlagen. Naja, gut, die Flügel sehen schon ganz schön misshandelt aus, aber ich meine, die Polen kriegen das wieder fix. Krass. Die werden dann bestimmt nachts losfahren dann. Mit einer Sondergenehmigung. Begleitfahrzeug. So sieht das aus hier. Alles wird abtransportiert. Aber besser als verschrotten, finde ich gut. Hier kann man es nochmal sehen. Sehr schön. Maschinenhaus und dahinter dann, ach, die Narbe mit Spinner und Trafohäuschen, alles drauf. Wie gesagt, 9 G sind weg und 8 Vestas V126 kommen hierher. Eigentlich waren, glaube ich, erst 9 Stück geplant, aber irgendwie haben sie doch eine gecancelt. Naja. Tja. Was soll ich zu sagen? Nur sind sie weg. Hier haben sie schon die ganzen Teile weggeholt. Aber wird ja mal Zeit, dass hier was passiert. Es war ja schon lange angepriesen, dass sie hier mal was repowern wollen. Und jetzt ist ja, es endlich passiert. Das komplette Fundament, wo eine G drauf war. Die Teile sind schon weg. So sieht's aus. Da haben die Nordex das noch überlebt, obwohl die als erstes hier standen, die Nordex. Weil damals waren hier nur Nordex-Anlagen. Da gab es noch keine Enercon. Die anderen Vestas da hinten noch, die V, was war's, 80, 90 und die Anbonus, die standen ja alle noch nicht. Hier standen nur 19 Nordex und dann kam immer nach und nach was dazu. Nordex N62 kam noch dazu, N60 haben wir ja hauptsächlich eigentlich. Ja.
Oh, die machen gute Umdrehung. So, ich habe jetzt mal ein Bild von hier gemacht und merkt mir die Stelle. Wenn das hier alles fertig ist, mache ich von hier nochmal ein Bild. Und dann mache ich das so als Vergleich mal rein, bei Insta oder so. Wir sehen alle Anlagen. Wie gesagt, 19 Nordex N60, 3 Nordex N62, eine an Bonus 62 mit 1300 kW, denn 4G Energy 1.5 SL, Vestas V90 zweimal, Enercon E53 dreimal und jetzt im Bau Vestas V126 mit 3,3 Megawatt. Hier kann man es auch sehen. Das könnt ihr alles im Internet auch selber mal gucken, wenn euch das interessiert. Gerbstedt, Ilewitz, Zamstedt ist das hier. Ja. Hier sind wir noch Darmhöhe 69 Meter. Irgendwas 60 Meter. 30 Meter. Sehr ruhig. Geil. Jetzt wird's windig. Lang. Quasi war vorhin da und jetzt bin ich hier. Dann sieht man nochmal die anderen, wo ich vorhin lang gefahren bin. Hier ist die nächste Baustelle. Schon abgeknabbert ein bisschen. Tja. Ach, da siehst du ja mal ein Fundament von der neuen Vestas dann, wie das aussieht. Da sieht man es schön. Mal nochmal das Fundament, ne? Wie es abgeknabbert ist. Ja. Den Rest habe ich ja vorgestellt. Ja, Jürgen, das habe ich jetzt mal gesehen. Ich bin ein bisschen mit der Drohne jetzt, dass das jetzt nicht funktioniert hat, so wie ich das wollte. Aber Jürgen ist auch besser so, weil es echt arschwindig. Die hat gut zu kämpfen gehabt, die kleine Mini. Ich meine, ein bisschen sieht man mal kurz aus 30 Metern Höhe. Das reicht ja auch. So grob den Umkreis hier. Lass uns überraschen, wie es dann aussieht, ne? So, hier nochmal kurz die Anlagen zu sehen. Die G-Anlagen, die SL, die 1.5er SL. Und das nächste Mal stehen dann auf dem Vestas da. Mit 8 Stück sind jetzt nicht die Welt, aber besser als nicht. So, das war's. Hasta luego. Thank you.
creeping up on me. This frostbite gets deep into my bloodstream. Just trying to make the most of it. Babe, I miss your body. Some brighter days, 'cause I'm falling in the snow, it's getting knee deep. You make some kind of fire.